du was Bestimmtes? Okay. Geht's um dein Bein? Ich schau mich nochmal um. Ich mach dir das Tor auf. Dick, wie läuft's? Mir war langweilig. Da dachte ich, ich versuche mal wieder was zu bauen. Komm vorbei, das wird dir gefallen. Bushman, danke, Bruder. Ich komm rum. Ah, stimmt ja. Ich muss das infizierte Gebiet noch ausräuchern. Na, wie... Noch ein Nest. Dann mal los.
schätze, ich komme später zurück und beende meine Arbeit hier. Nützlich sein. Da ist noch ein Nest. Zünden wir es an. Ziehen. Das war's.
Ein Nest. Wirst du gleich um die Ecke sein. Noch eins, ja. Zeit für ein Lagerfeuer.
sicher ein Nest. Muss ganz in der Nähe sein. Ich kann's riechen. Es muss in der Nähe sein.
kaum. Ada Tucker. Ich sage, dass ich Herrn dankbar ist für die Sache, die du schaffst. Wir können deine Hilfe gebrauchen. Ah, gutes Timing. Das war's. Was zum Henker? Da kann ich was draus machen. Los.
bestimmt. Na, wie ist das? Ah, oh, was zum Scheiße. Ah, oh, oh, schau dich lieber mal um, Dick. Sein. Sarge, wie wär's, wenn wir auf dem Rückweg nochmal Halt machen?
lange bleiben wir noch? Ja. Hört ihr das? Muskeln weist auf eine Infektion mit hohem Stamm AB. Nehme eine Probe zurück.
Tja, sieh's mal so, du armer Teufel. Die Freaks haben dich nicht erwischt. Hättest du länger gelebt, wärst du auch einer geworden. Das wäre doch mal was. Was willst du? Aua. Ich will nur reden. Neuroprotokoll 2-7 besagt eindeutig, dass bei laufenden Operationen in Quarantänezonen beim Antreffen von Zivilisten der Zivilisten keinerlei Kontakt erlaubt ist. Wirklich? Sieht aber aus, als hättest du gerade Kontakt. Ja, das hab ich. Du lebst. Ja? Das tue ich. Wie? Wie ist das möglich, also, O'Brien? Ich verstehe nicht. Okay. Du warst da, in der Nacht, in Farewell. In der nächsten Nacht brannte das Flüchtlingslager und die Helis. Alle waren tot, abgeschlachtet, zerfetzt, in Stücke gerissen. Okay, hör zu. Entweder auf die sanfte oder die harte Tour. Die sanfte Tour, wir plaudern ein wenig, du gibst mir die Informationen, die ich brauche, und dann buddelst du dich weiter durch Freaker-Scheiße oder was du hier treibst. Die harte Tour. Ich zerreiße dein Astronautenkostüm und wir sehen mal, was deine Freunde dazu sagen, dass du kontaminierte Luft einatmest. Also was darf sein, O'Brien? Ja. Okay. Okay. Damals, auf dem Dach der alten Brauerei, habe ich eine verletzte Frau in deinen Heli gesetzt. Ja. Ich erinnere mich, eine Stichwunde. Sie war übel zugerichtet. Ich fuhr zum Flüchtlingslager, in das du sie bringen wolltest. Alle waren tot, also frage ich dich nochmal. Wie hast du überlebt? Wir waren nicht da. Wir wurden umgeleitet zu einem anderen Camp. Wie du sagtest, das Camp in Bernhardt wurde überrannt. Wir sollten nach Süden, in ein Camp am Silver Lake. Gab es Überlebende? Du meinst heute? Ich weiß es nicht. Ich wurde der Forschungseinheit zugeteilt. Hat sie Halt! Ich sehe nach. Ich finde es raus. Du hast ein Funkgerät von uns. So hast du... Ich kann nichts versprechen. Aber ich versuch's. Und ich begleite dich. Los, komm schon. Du kennst die Kerle nicht. Die knallen dich ab. Vorher knall ich dich ab. Okay, hör zu, wenn du mich umlegen willst, bitte. Okay? Ich mach nur meinen Job. Diese Frau, deine Ehefrau... Ich gab ihr Sauerstoff, eine Infusion. Hielt sie am Leben. Deshalb habe ich Ärger gekriegt. Eine Sepsis hätte sie fast umgebracht. Ich brachte sie in Feldlazarett. Ich habe sie gerettet. O'Brien, bericht. Ich muss los. Bitte, du musst hier weg, okay? Du kennst diese Kerle nicht. Du weißt nicht, wo sie imstande sind. Wenn ich nichts von dir höre... Egal, wie lange es dauert, ich werde dich kriegen. Und dann werde ich dir mehr abreißen als nur eine Antenne. Tut mir leid mit deiner Frau. Aber nicht nur du hast jemanden verloren in dieser Nacht. O'Brien, er lebt. Wie zum Teufel kann das sein? Sie sind Richtung Süden. Er sagte, er gab ihr Sauerstoff und eine Infusion. Hielt sie am Leben. Eine Sepsis hätte sie fast umgebracht, aber er brachte sie ins Feldlazarett. Er hat sie gerettet, hat er gesagt. Er hat sie gerettet. Sie könnte also noch am... Nein, das kann nicht sein, nein. Aber O'Brien lebt noch. Wenn er noch lebt, dann... Vielleicht. Dick, bist du da? Hey, Bushman, ich hab dich doch gefragt, ob du dich an diesen Nero-Penner O'Brien erinnerst. Ja, Dick, es ist alles etwas verschwommen. Ja, okay. Dann schlaf erst mal eine Runde. Ich erzähl's dir später. Hey, halt die Klappe, verdammt!
Sorry. Hier drin ist die Hölle los. Sie ist Eddie. Ist raus, um was zu holen. Ich weiß nicht was. Wann hauen wir denn ab? Dick? Ah, bald, Boozer. Sehr bald. So, wir testen nochmal. Sobald es deinem Arm besser geht, sehen wir zu, dass wir Land gewinnen. Ja, Dick. Okay. Also. O'Brien. Hörst du mich? O'Brien? Ach, du verfluchter Mistkerl, wenn du dich nicht meldest, dann... Ich weiß, dass du auf dem verdammten Kanal bist! Okay, also wenn du dich nicht bei mir meldest, dann komm ich zu dir! Hast du mich verstanden? Ach Gott, verdammt, jetzt komm schon! O'Brien, melde dich! Dick, hörst du mich? Hast du den Heli gefunden? War es derselbe Kerl, den wir auf dem Dach gesehen haben? Ah, ja, ja. Genau der. Wusste er, wer wir sind? Sarah? Was passiert ist? Ich weiß nicht. Sie mussten nach Süden. Er erinnert sich an sie, aber nicht an das, was passiert ist. Aber, warte, du glaubst nicht wirklich, dass er noch lebt? Was? Nein. Ich meine, nein, hör mal, ich bin nicht blöd, Boozer. Ich will einfach wissen, was ihr zugestoßen ist und wo sie gestorben ist. Vielleicht findest du dann endlich... Ich brauche keinen Frieden. Scheiße, Boozer. Ich muss los, okay? Dicken Ende. So, also ich habe es jetzt nochmal probiert. Vielleicht funktioniert mein Headset ja jetzt. Ich weiß es nicht. Beziehungsweise mein Mikrofon. Mein Headset und Mikrofon, beides wollte nicht. Nervt auf jeden Fall komplett. Wenn das nicht so will, wie man... sich das hier vorgestellt hat gerade. Also falls mich jemand hört, wie gesagt, beim ersten Stream kann man das vielleicht noch... Oh, hier sind Leute. Beim ersten Stream kann man das vielleicht noch einmal entschuldigen. Wo kam er denn, ne? Vorhin! Wir haben sie! Vorsicht! Hey! Fang! Eine Rohrbombe! Oh Gott! Shit. Na komm schon. Wow. Also falls gerade jemand irgendwas hört von mir, einfach nur irgendwas in den Chat schreiben. Wie viele Leute sind hier noch am Start? Läuft da noch irgendjemand? Oh, Gottes Willen. So, wo ist der Nächste? Schon wieder zu dumm. Ich muss nachladen. Jo. Hallo. Meine Güte.
Auf einmal geht hier ein Video an. Was ist hier los? So, der ist auf dem Dach drauf. Kein Wunder. Ja, scheint so, als könnte man mich immer noch nicht hören, was natürlich immer noch scheiße ist. Kann man mich hören? Wunderbar. Ja, irgendwie ging das nämlich vorhin die ganze Zeit nicht. Und deswegen dachte ich kurzzeitig, ich bin zu blöde. Aber irgendwie hat er mein Headset bzw. mein Mikrofon nicht genommen. Und ja, sonst hat es auch immer funktioniert. Und von daher, ja, so ein Stream ohne Stimme zu gucken, ist auch irgendwie ein bisschen weird. Also, oh Gott, eieiei. Da wäre ich, glaube ich, auch raus. Muss ich gestehen. Ich meine, wir sind hier schon eine Stunde unterwegs, um nur mal zur Information. Wir sind gerade von hier gekommen, denn hier rüber, und jetzt müssen wir wieder dahin. Aber, ja, gut. Wir schnappen uns gleich das Bike. Noch mal hier, dass wir ein bisschen was looten. Was ist hier noch? Ah, ne, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so Bock, gerade gegen die Brees zu kämpfen. Ah. Deswegen werde ich jetzt mal zu meinem Moped zurück, zu meiner Mopete. Wo habe ich denn geparkt, sag mal? Ausdauerverbrauch, das ist natürlich eine Situation, wenn einem Zombies hinterherlaufen, ist das immer unangenehm, wenn man auf einmal nicht mehr sprinten kann. Achso, hier hinten habe ich geparkt. Gottes Willen. Ich höre hier doch schon wieder einen Helikopter. Also ich habe das Gefühl, der Tag ist auch immer nur so 5 Minuten und die Nacht in so eine halbe Stunde. Achso, hier ist... Ah, scheiße. Aha. Hier ist nämlich gleich wieder diese Horde. Beziehungsweise... Na, Horde nicht unbedingt, aber sind schon einige. Von daher schnell hier durch. Nur weil ich den einen blöden Lautsprecher
vergessen habe, drehen die hier immer komplett durch. Und hier durch den Tunnel zu fahren, ist natürlich auch immer so ein semi-gutes Gefühl. Aber den haben wir schon mal... Oh, Gottes Willen. Oh. Den haben wir eigentlich schon mal ganz gut aufgeräumt, aber ab und zu verstecken sich halt hier noch ein paar... Oh. Das war natürlich clever. Scheiß Tunnel. Hier könnten wir eigentlich auch noch mal gucken. Dass wir hier die Stromversorgung mal wieder herstellen. Bin der Meinung eigentlich, ich hätte hier dieses Modul schon gefunden, aber irgendwie möchte er nicht. So, jetzt ist das Ding nämlich im Arsch. Und jetzt will es nicht. Oh, die Axt ist auf jeden Fall auch ein gutes Werkzeug. Ach, ist doch Käse. Jetzt mal ohne Witz. Dort ist nur ein Baum. So, vielleicht. Nee. Kann ich alles nicht machen. Das funktioniert alles nicht. Ich bin mir so sicher, dass ich diesen komischen, diese Sicherung, die man braucht, dass die Sicherung, die ich brauche dafür, schon mal gefunden habe. Aber das läuft einfach nicht. Das ist doch nicht cool. Jetzt kommt hier wieder so eine Alte und snackt den weg. Kein Strom. Ach, scheiße. Ja, ich weiß, dass wir keinen Strom haben. Gibt es hier irgendwelche Days Gone-Profis unter euch, die mir sagen können, was ich hier tun kann? So, wir können hier erstmal reparieren. Weil als ich letztens gezockt habe, war hier in dieser Kiste diese Sicherung drin. Und jetzt funktioniert es einfach nicht. Wie komme ich an die Sicherung wieder ran? Das würde ich gern mal verstehen. Na gut, drauf geschissen. Dann fahren wir erstmal weiter. Wir könnten auch Schnellreise. Oder können wir Schnellreise? Nee, zu wenig Sprit. Na gut, dann müssen wir da vorne einmal Sprit holen. Ob das so eine gute Idee ist, wie gesagt, nachts in so einem Ort anzuhalten. Und ich fahre diesmal auch nicht wieder über die Rampe, weil sonst sterbe ich gleich wieder.
So, kurz mal anhalten. Ach du Scheiße. Wo kommen die denn jetzt her? Oh, jetzt muss ich hier auch noch kämpfen. Oh Gottes Willen. Aim ist da. Einfach drauf losstürmen. Also ich wollte gerade sagen, wenn man sowas überlebt, so eine Axt im Kopf ist ungesund. So, die Munition musste ich vorher noch da lassen. Und jetzt konnte ich sie mitnehmen. Perfekt. Und ich wollte doch einfach nur tanken. Also, Chris, da kann ich dir auf jeden Fall sagen, die Grafik, ich meine, das Spiel ist, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, von 2020 oder sowas. Also, es ist wirklich nicht so aktuell. Und ich habe auch gedacht, so die Grafik schockt mich auch an. Ich weiß nicht, ob es das auch für die Xbox gab, tatsächlich. Ich habe jetzt das auf der PlayStation über den, über diesen PlayStation Plus-Account da. Da kann man das dann einfach mal runterladen. Und dafür habe ich mir gedacht, nehme ich das auf jeden Fall mit. Da kann man auf jeden Fall einige Games einfach mal testen. Und solange du halt diesen Account hast, kannst du halt auch zocken. Deswegen, ich will mal gucken, welche Games ich noch so streamen werde. Klar, so Klassiker wie Fortnite oder sowas kann man natürlich auch ab und zu mal daddeln, aber ich finde so eine Story-Games irgendwie immer geiler. Was ist denn hier los? Warum ist mein Moped eigentlich so langsam? Ist das irgendwie im Arsch oder sowas? Ist echt hammer langsam. Wirklich wahr. Ich glaube, es hat ein bisschen Schaden genommen, als ich irgendwo mal gegengefahren bin vorhin. So, gleich im Lager angekommen, dann können wir erstmal Moped reparieren, Munition besorgen und ja, vielleicht können wir dann sogar auch die Stufe 2 hier, Vertrauensstufe, erreichen. Dann kann ich neue Waffen kaufen. Wäre auch nicht so verkehrt. So, wir können auch hier eine neue Mission starten. Schauen wir mal. Auf jeden Fall erstmal tanken und reparieren. Und hier unten ist der Waffenkollege. Okay, was passiert? Auf einmal wechselt die Tageszeit. Ich weiß nicht weshalb. Vielleicht sind wir jetzt schon in so eine Mission reingekommen. Ich wollte doch erstmal alles einkaufen. Jetzt, der Kleine. Sie lassen mich nicht gehen. Warum willst du gehen? Du bist dir doch sicher. Ich muss arbeiten. Okay. Okay. Wo will die denn hin? Also ich bin lieber in so einem Camp, glaube ich.
anstatt irgendwo alleine ohne eine Knarre gegen Zombies zu kämpfen. Weiß ja nicht, wie ihr das so finden würdet, aber ich hätte lieber ein paar Leute um mich rum. So, wir sind nämlich Stufe 2 und dann können wir hier... Was nehmen wir denn? Jetzt muss ich einmal hier die Kamera... Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich meine, die andere ist schon... Sind beide gut? Wenn ich jetzt die Schrotflinte, dann habe ich nichts mehr auf... ich brauche irgendwann noch was für einen Fernkampf. Wenn ich nur jetzt eine Schrotflinte habe, dann schockt das ja auch nicht. Wir nehmen die. Kostet auch nicht so viel. Zack, zack. Und Vorräte. Okay, klar. Dann können wir die jetzt nämlich einmal tauschen. Ist doch auch mal was Nettes. Hat man mal was anderes hier. Sag Bescheid, wenn du noch was anderes brauchst. Dann bis bald, Alkai. So, wo müssen wir hin? Hier oben haben wir noch eine Story-Mission. Ja, vielleicht... Ist da oben noch irgendwie jemand, den man finden kann oder sowas? Oder könnte ich mir hier auch eine neue Mission holen? Nö. Ja, dann fahren wir mal da oben hin. Hey, ist aber bei dir? Springen wir noch am besten vors Moped. Ich weiß immer noch nicht, wo ich mir das Moped vorhin kaputt gefahren habe, ehrlich gesagt. Also als ich da runtergebrettert bin, bin ich auch drauf gegangen. Das heißt, danach musste ich ja wieder von vorne anfangen. Naja. Vielleicht auch, weil ich durchs Wasser gefahren bin. St. John und Salome Hot Springs. Tag, hörst du mich? Ja, Dick, ich höre. Hey, ich bin da, wo die Kleine zuletzt gesehen wurde und anscheinend kam mir ein Schwarm durch. Also, wenn sie hier war, dann ist es ja... Ach du Scheiße. Wenn doch, findest du sie. Tacker Ende. Vielleicht sollte ich woanders hinfahren. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist, da hinzufahren, aber ich muss, glaube ich, da nochmal hinfahren. Ja. Nützt alles nix. Nützt alles nix. Dann muss ich die wohl erstmal alle platt machen, na super. Aber vielleicht kann ich... Oh, verdammt, Schwärmer. Hallo? Na, Traktor. Na, verdammte Axt.
Jetzt hängen die da um dieses Ding rum. Aber das hält auch nicht so lange an. Scheiße, meine Axt ist auch komplett RIP. Ach, come on. Ah, let's go. Uiuiui. Das war kritisch. Kritisch. Na gut. Wo? Scheint mir so, als müsste ich hier irgendjemanden suchen. Ich meine, vielleicht hier irgendwo. Erstmal das Moped wieder aufstellen. Gesundheitscocktail. Was bringt denn das? Oh Scheiße. Sieht aus, als hätte der Schwarm sie zerfetzt. Die armen Bastarde. Also ich war hier auch schon mal, bin hier auch schon mal durch, also ist jetzt nichts Neues. Aber wahrscheinlich ist sie dann oben auf dem Turm. Rose Allen, ja? Nein, nein! Hey, ich werde dir nichts tun, okay? Ich gehöre nicht zu dir. Nein, nein! Gott verdammt, ich will dir helfen. Tucker schickt mich. Warte. Ich sagte, ich bin hier, um dir zu helfen. Nein, sie schickt dich. Du bist vom Arbeitslager. Nein, also Tucker, ich besorg Zeug für sie, ja. Ich musste hungern. Ich wollte nicht gehorchen. Also gab's kein Essen. Es ist halt ein Arbeitslager. Da muss man halt arbeiten. Ich bin kein Sklave. Ich gehe nicht zurück, kapiert? Lieber sterbe ich hier. Okay, Gott verdammt. Also wie gesagt, ich würde, glaube ich, lieber arbeiten, anstatt zu sterben, aber jeder, wie er lustig ist, ne? So, hier liegt noch ein bisschen Zeugs rum, das finde ich gut. Erstmal wieder hier runter. Ja, und sonst so? Warum zeigt er mir eigentlich immer noch die Punkte an? Kantholz-Axt. Nö. Ein paar Nägel rein und Abfahrt. Bisschen Schrott ist auch immer gut. Drin ist noch was. Achso, das ist das. Das kann ich nicht mehr aufsammeln. Okay. So. Wo dürfen wir denn jetzt hinfahren? Wir haben im Moment ja keine Mission. Außer hier,
Dann fahren wir nochmal zu Sarahs Gedenkstein. Vielleicht lebt sie ja doch noch. Erstmal mal gucken, was wir hier noch so finden. Na los, mach's auf. Die Machete, nö. Wer ballert hier? Irgendjemand ballert doch hier. Ach, come on. Freaks und Plünderer, nur zu. Tötet euch gegenseitig. Nee, ich muss ja hier lang. Nützt ja alles nix. Na komm. Ein paar Flaschen läuft. Hier haben wir noch Kerosin. Zack. Hier waren wir ja auch schon mal. Auch nichts Neues. Oh, was ist das? Das ist neu. Ne, ist auch eine Dose. Ich dachte, das wäre irgendwas Turmbandgerätmäßiges oder sowas. Beim letzten Mal, als ich hier war, konnte ich gar nicht so viel mitnehmen, weil ich einfach alles hatte. So, kurz mal speichern. Ich krieg das schon hin. Okay, mein Bike war irgendwie kaputt. Hingehen. Wer ist das? Wer läuft denn hier rum? Der kriegt mich einfach gar nicht mit. Hä, wer ist er denn? Hallo? Verstehe ich nicht. Okay. Muss ich nicht verstehen. Ich laufe einfach weiter. Hey, ich bin's. Rosa sagt, ich sollte nicht mehr herkommen. Er fragt, wozu das gut sein soll und vielleicht hat er recht. Ich weiß nicht. Neulich hat sie ihn ziemlich übel erwischt. Wir trafen auf ein paar Rapper, die ihm den Arm verbrannt haben. Sieht echt böse aus. Ich habe so eine, wie heißt das, mobile medizinische Einheit aufgebrochen und ihm sterile Verbände besorgt. Und ich hoffe, dass es reicht, weißt du. Aber Usa, naja, er sagt, alles ist gut, aber ich glaube das nicht. Die Wunde sieht nicht scheiße aus. Weißt du, das Ding ist, es war meine Schuld. Ich habe sein Leben riskiert. Für ein Ersatzteil. Ein Teil für ein Bike. Ich
Das war nicht mal wichtig. Copeland, der Penner, hat das Bike ohnehin zerlegt. Ich habe ein Jahr an dem Bike gebastelt. Das hätte dir gefallen. Es ist nicht so schön wie das, auf dem du fahren gelernt hast, aber für mich war es okay. Weißt du noch, dieser Tank, den du für mich lackiert hast? Tja, das war das letzte Teil von meinem alten Bike. Und jetzt ist er auch weg. Sobald es wieder läuft, also mein Bike meine ich, und es Rosa besser geht, fahren wir nach Norden, in Neustadt. Hier sind all diese Erinnerungen, zu viele Erinnerungen. Ich glaube, ich will sagen, dass ich vielleicht nicht mehr komme. So, alles klar. Letztes Mal haben wir ein bisschen, ja, quasi noch erfahren, was so passiert ist. Im Moment haben wir keine Mission. Keine einzige Mission. Okay, krass. Naja. Wir werden mal wieder ins Lager zurück. Und dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht mit dieser Tusnella schnacken können. Weil wie gesagt, eigentlich ist es komisch, dass wir gar keine Mission haben. Oh, hey, mach auf. Alles klar. Warum konnte ich gerade nicht bremsen und bin da voll gegen geballert? Kann mir das einer verraten? So, hier können wir nicht lackieren. Aber wir können jetzt auch hier nichts machen, glaube ich. Kein Job verfügbar. Genau. So, hab die Kameraanzeige nochmal verändert. Weil die war mir irgendwie da an diesem Fenster, war das irgendwie Gülle. Alles klar, Dicken? Okay. Brauchst du was? Ich überlege, ob ich die andere auch noch, ob ich die einfach kaufe. Ich meine, ich habe so viel Geld. Dann kann ich immer mal wechseln. Ja, schönes Stück. Munition voll. Schalldämpfer, Medikit. Ja, Medikits kriegt man eigentlich. Obwohl, scheiß drauf. Kann man ja mal kaufen. Eigentlich kriegt man die immer irgendwo her, aber was soll's. Wir nehmen aber die mit. Was kann ich noch für dich tun? Die haben wir auf Tasche. Okay, alles klar. Komm vorbei, wenn du noch was brauchst. Sag Bescheid. So, dann können wir noch mal hier zu dem Shop und ein bisschen was verkaufen. Ich habe echt ganz schön Oder? Nee, wir machen das anders. Ich werde jetzt mal Schnellreise hierhin. Warum steigt er eigentlich immer vom Bike ab? Tucker. Tucker. Deacon St. John an. Deacon St. John an Ada Tucker. Deke, hast du sie gefunden? Ja, Tucker, das habe ich. Und Na, jetzt nimmt er Kontakt auf. Moment. Sie ist weg? Allein? Naja, sie hat sich eins der Bikes genommen und sagte, sie findet allein zu euch zurück. Sie wollte meine Hilfe nicht. Ach, scheiße, Deke. Du hättest sie herbringen müssen.
Wieso, Tuck? Wieso? Stimmt was nicht? Gibt's einen Grund, warum sie nicht zurückkommen sollte? Nein, natürlich nicht. Es ist nur... Wie viele Drifter waren da gerade? Und es gibt doch so viele mehr. Ein Mädchen wie Rose hat doch keine Ahnung, was da draußen lauert. Ich weiß nicht, Tuck. Vielleicht doch. St. John Ende. Ja, die hatte keinen Bock dahin, also... Manny, ich bin immer noch nicht mit dir zufrieden. So. Lackierung, Leistung. Das kostet halt mega viel. Und für den Benzintank, den würde ich auf jeden Fall nehmen. Allerdings... Brauche ich da noch 4000 Punkte? Na gut, dann lassen wir das erstmal so. Okay, bis zum nächsten Mal. Ich schau nur. Hier kann ich keine Waffen kaufen, warum weiß ich auch nicht. Danke. Das ist alles für heute. So, können wir ein paar Sachen verkaufen erstmal. Jersey. Moin. Cool, du warst wohl sehr fleißig. Das war's erstmal. Copeland hat auch keinen Job für mich. Hey. Kann ich nichts machen im Moment? Das ist doch merkwürdig. Na, ich könnte... Ich kann natürlich nochmal gucken, ob ich irgendwo hier hinfahren kann. Bei hier oben auf die Berge rauf oder sowas. Reden wir später. Hätte nicht gedacht, dich so oft hier zu sehen. Damon. Sonst machen wir das mit Schnellreise. Das ist ja am entspanntesten. So, wo kann man denn mal hineiern? Hier noch hinfahren? Ist halt mega weit weg. Dick, Gott sei Dank. Du musst ihn sofort verfolgen. Er entkommt uns sonst. Wen verfolgen, Tuck? Ganz ah, ruhig. Kriegen wir jetzt eine Mission? Na, Roach, Roach. Du kennst ihn, ein Kumpel von Leon und Alvarez. Aber ich hab ihm vertraut. Oh Gott, verdammt, Tuck. Das war ein Fehler. Ja, er ist mit den restlichen Pillen Richtung Norden. Meine Jungs haben ihn bei Marion Fox verloren. Ah, gut, okay. Ich versuche ihn aufzuspüren. Okay. Planänderung. Wir müssen... Job erfordert ein Bike. Ja, dann müssen wir da wohl mal hinfahren, würde ich sagen, ne? Also manchmal ist das irgendwie mit der Steuerung hier gerade komisch. Manchmal gibt er Gas, obwohl ich gar kein Gas gebe. Weiß nicht, ob das jetzt am Stream liegt oder... Oder vielleicht, weil der Akku vom Controller nicht mehr ganz fresh ist. Macht schon wieder so eine komischen Knallgeräusche, als wäre es schon wieder kaputt. Ihr seid ganz hier oben ist auch noch ein Camp. Ja, sehr gut. Wie vielen Leuten habt ihr diese Woche schon aufgelauert, hm?
Sicher, Chef. Gut. Ah, verflucht. Na, wo ist der Bree? Komm raus. Jetzt kommen ja noch diese dummen Motherfucker. Bist du denn? Ich muss sie alle töten. Jeden einzelnen dieser verfluchten Mörder. Zack. Mann, ey. Geh mir doch jetzt nicht auf den Sack hier mit euren Scheiß. Scheiß Zombies hier. Einmal reparieren das Gerät hier. Boah, ist auf jeden Fall effizient, das Gerät. Das sind eine ganze Menge. Ach du Scheiße. Das stand nicht auf meinem Plan. Oh, jetzt kommt hier auch noch so eine Drecksau. Ja, verflucht. Eieieiei. Jetzt die Zombies das Ganze erledigt hier, oder was? Nee. Och nö. Kommen die jetzt jedes Mal? Holy shit. Alles klar. Junge, 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 Junge. So eine Mini-Horde, aber gegen die kommst du einfach nicht an. Keine Chance. Keine Chance. Komm schon. Ah, da sind doch überall welche.
hättet wohl gerne Driften. Wie gefällt euch das? Ach, verdammte Scheiße. Sind auch welche. Die kriegen das aber nicht mit. Lieber mal auf die Mopete. Steht auch ganz hier hinten das Ding. Na, keine Sorge, ich werde zurückkommen und mich später um euch kümmern. Also, okay. Ich weiß ja nicht so genau, aber hier, da ist halt noch so eine richtig krasse, da sind so 20 Viecher und hast du keine Chance alleine. Null. Zero. Einfach Zero. Man ist ja auch gefühlt immer nur nachts unterwegs. Ich sage ja, der Tag geht innerhalb von 2-3 Minuten um und dann ist wieder Nacht. Für 2 Stunden. Fahren wir diesmal gleich hier lang. An der Höhe. Kurz einmal wieder reparieren, weil ich ja wieder irgendwo gegengefahren bin. Bike benötigt Benzin, ja, sehr schön. Steht hier irgendwo was rum, zufällig? Oh, dann muss ich da hinten nochmal hin eiern. Meine Güte. Jo, dann muss ich erst tanken. Sonst kann ich das hier nicht machen. Aber ich weiß ja nicht, ob ihr das hört. Hier ist ja auch schon wieder Zombie-Action, glaube ich. Gutes Timing.
Aber gut, dass es hier noch so viele vernünftige, funktionierende Tankstellen gibt. So, jetzt kann ich das hier untersuchen. Jetzt habe ich dich. Tucker, ich habe ihn entdeckt. Es sah aus, als würde er auf jemanden warten. Deke, lass ihn nicht entkommen. Ich will ihn lebend. Was schon? Solange du auf dem Weg bist, hängt die Waffenposition von Entfernung ab. Okay, alles klar. Scheiße, Tucker, lebend! Er hat mehr geklaut als gedacht. Ich muss wissen, wo er das Zeug versteckt hat. Oh, Scheiße. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Oh, komm schon, Roach. Wo willst du hin, ha? Ja, sehr gut. Hinter dir, du Arschloch. Okay, dann eben auf die What the fuck? Wo kam er denn her? Was war was? Wo kommt er denn her? Ja. Wo kam der andere Motorradfahrer her? Ja. Was haben wir hier? Wo kam der her? Ah. Tucker, ich hab ihn entdeckt. Es sah aus, als würde er auf jemanden warten. Deke. Ja, sehr gut. Lass ihn nicht entkommen. Ich will ihn lebend. Was zur Scheiße, Tucker, lebend? Er hat mehr geklaut als gedacht. Ich muss wissen, wo er das Zeug versteckt hat. Oh, Scheiße. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Oh, komm schon, Roach. Wo willst du hin, ha? Ich bin immer noch hinter dir, du Arschloch. Okay, dann eben auf die harte Tour. Auf einmal kommt da noch irgendeiner. Roach, nein, Mann, ich will nur sehen. Zum Reden? Ja, Gott verdammt, wenn ich dich töten wollte, dann wärst du schon tot. Am Arsch. Na, komm schon. Ich weiß, was du mit Leon und Everest gemacht hast. Boah, wer ist er denn? Wo kommt er denn auf einmal wieder her? Kann ich ein Medikit nehmen? Ja. Mann, Alter, aber mein Typ kann auch zielen wie... Ja. Wo willst du hin? Du entkommst mir nicht. Ich habe auch fast keine Munition mehr. Sehr geil. Roach, hast du es etwa eilig? Wo willst du hin? Fahr zur Hölle, St. John. Ja, witzig. Meine Moped ist auch einfach mega langsam. Ich fühle mich irgendwie so, als hätte ich so einen Motorroller. Oh, komm schon. Was ist denn das für eine Sache hier? Wie lange muss ich denn da hinterher fahren? So, keine Munition mehr. Sehr gut. Alter, was ist denn mit meinem Moped los? Ich kann einfach die ganze Zeit hinter ihm herfahren und es kommt nicht ran. Und ich habe keine Munition mehr. Na komm schon, du dumme Sau. Hmm.
Junge, Junge, Junge. Wenn ich vom Moped absteige, ist es, glaube ich, auch nicht so sinnvoll, ne? Ich hab dich, du Arschloch! Ach, vielleicht musste ich hinter ihm herfahren. Okay, das kann natürlich auch sein. Hey, Roach, wie läuft's denn, Kumpel? Siehst du? Ich sag ja, ich bring dich nicht um. Ja, ja, Dick, nein. Kann sein, dass das so geplant war. Ich hab nichts gemacht. Ja, ja. Tucker sieht das anders. Ich schätze, als Leon und Alvarez mit den Pillen abgehauen sind, haben sie dir nichts abgegeben, ha? Dick, nein. Nein, 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 sag mir, was du dir dabei gedacht hast. Ich will's verstehen, okay? Du hast den Rest eingesteckt, als die Alte gerade nicht geguckt hat? Ich hab nichts dabei, okay? Durchsuch mich! Nein, das ist nicht mein Job. Das überlasse ich erst. So, was machen wir jetzt mit dem? Lassen wir den da liegen, oder was? Hey, Tuck, ich hab ihn. Schreib die Koordinaten auf. Elkai soll Leute schicken. Lebt der noch? Hatte er die Pillen? Nein, bitte, bitte! Ja, noch lebt er. Aber wenn das so bleiben soll, dann sollte Elkai seinen Arsch hochkriegen. St. John Ende. Bitte, bitte! Ruhig, Mann. Hörst du mich? Lass mich nicht sterben! Verrückte Frage. Hast du schon mal was von einem... Das ist eine blöde... Zu denn das? Die Kleine, die ich mitgebracht habe. Ich würde sie ein bisschen aufheitern. Sie hatte vielleicht ein Ding. Mann, keine Ahnung. Der Geschenkeladen beim Belknap-Krater? Oder vielleicht Marion Fox? Ja, okay. Danke. Sieht nicht allzu gut aus. So. Wieder reparieren. Wo muss ich jetzt hin eiern? Da oben. Das ist ja nicht so weit. So. Das machen wir noch und dann werde ich danach, glaube ich, auch langsam mal ausmachen. Ich denke mal, das für den ersten Stream reicht das auf jeden Fall. Nächstes Mal hoffentlich dann auch direkt ohne diese ganzen Technikgedöns-Sachen, dass man mich dann auch direkt von Anfang an hören kann. Wäre auf jeden Fall ja nicht schlecht. Hier vorne ist doch gleich schon wieder irgendwas. Kann ich hier noch irgendwas mir angucken? Ja, komm. Ja, war sie das nicht? Nee, das war sie nicht. Die sah so aus wie die, die wir von retten wollten, die aber nicht gerettet werden wollte. Ich hab keinen Plan. Straßenräuberpatrouille. Ein Bike. Hier ist jemand. Wie, jetzt sitzt mein Bike schon wieder im Arsch? Oh, come on. Ich krieg das schon hin. Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt aber weiter. Oder doch nicht. Polizeiautos sollte man doch immer wieder mitnehmen. Weil haben nämlich immer wieder Munition.
Also ich muss auf jeden Fall irgendwas noch an dem Moped machen. Eine Dose, okay. Da müssen wir irgendwie mal ein bisschen Tuning betreiben. Beim nächsten Mal. Liegt hier irgendwo noch ein Kanister rum? Kanister? Ich brauche Schrott. Oh, 5-mal Schrott. Sehr gut. Das nehmen wir mit. Was hier drin? Gar nichts. Cool. Oh, hier ist... Ah, hier sind wir wieder bei dem Lager, oder ist das ein anderes? Ne, das ist das gleiche. So, was haben wir hier? Das brauchen wir. Was ist das? Ein Donnerei. Was ist denn ein Donnerei? Machen wir den. Machen wir das. Und dann können wir beim nächsten Mal nämlich hier zusammen und uns um die restlichen ja, Verrückten hier kümmern. Lass uns das mal einspeichern. Jetzt muss ich nur irgendwie wieder zurück ins Lager kommen. Ich glaube, das kriege ich mit der... Das kriege ich natürlich mit Schnellreise wieder nicht hin. Ach, verdammt. Müssen wir einmal da wieder runter und wieder tanken. Ich hoffe, das schaffen wir noch. Aber müssten wir eigentlich... Viel zu viele von diesen Verrückten. Scharfschützen hinterher. Ah, verdammt. Kein Drifter mehr auf. Was ist hier los? So, eben kurz geleckt hier. Ich sag ja, erster Stream. Benzin. Beim nächsten Mal denn alles etwas reibungsloser. Mann, du sollst den... Du sollst den blöden Kanister nehmen. Oh, dann mal los.
So, dann müssen wir jetzt wieder reparieren. Jetzt geht mein ganzer Schrott wieder weg. Ich könnte natürlich jetzt auch wieder Schrott suchen. Ah ne. So, wir machen mal Schnellreise da hinten wieder hin. Und dann bringen wir das noch. Dieses Donnerei, was auch immer das sein soll. Ganz unten an den Rand. So, fahren wir hier durchs Camp. Geh weg. Hab was für dich. Wie schön. Nimmst du mich bitte mit? Zurück nach Marion Forks? Sie hat absolut keinen Bock mehr hier zu sein, würde ich sagen. Hör zu, das kann ich nicht. Es ist nicht sicher. Ich muss ins Bett. Wir müssen morgens immer sehr früh raus. So, das haben wir geschafft. Was ist denn die nächste Mission? Die nächste Mission, da muss ich mal wieder in unser Hauptcamp. Und dann schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal alles so machen. Ich werde jetzt noch einmal hier zum Bike laufen und speichern und dann werde ich auch für heute ausmachen. Wie gesagt, beim nächsten Mal dann gerne ohne diese ganzen Sound-Schwierigkeiten, dass wir dann einfach vernünftig von Anfang an daddeln können. Und ja, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Ich werde mich da jetzt nochmal ein bisschen reinfuchsen in das ganze Thema, wie man hier alles noch besser einstellen kann, sodass wir beim nächsten Mal, wie gesagt, dass es einfach ein bisschen besser läuft. So, ich wünsche auf jeden Fall ja, allen schönen Abend noch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und vielleicht mache ich dann auch mal so einen Streamplan, dass man dann mal sieht, wann ich hier online bin. Auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Reingehauen. Ciao, ciao.